Hallo liebe Besucher von Schlagerplanet, mein Name ist Tobias Reitz. Ihr kennt mich vielleicht nicht, das ist auch in Ordnung so. Vielleicht kennt ihr aber ein paar Lieder, die ich geschrieben habe. Und wenn ihr mehr über meine Arbeit als Songwriter, Textdichter, Produzent in der Musikbranche wissen wollt, dann würde ich euch doch empfehlen, schaut euch das Interview mit mir an. Ich glaube, es ist sehr informativ und macht großen Spaß. Ciao. Was macht einen erfolgreichen Schlager aus? Ein erfolgreicher Schlager ist etwas, worin sich die Menschen wiederfinden und was die Menschen berührt. Dafür muss er ein kleines bisschen Zeitgeist widerspiegeln, muss gleichzeitig aber auch eine Art von Zeitlosigkeit haben. Das heißt, er soll über viele Jahre bestehen. Er muss zum Interpreten passen und er muss in irgendeiner Form in die Lebenswirklichkeit des Publikums passen. Oder anders gesagt, zur Lebenswirklichkeit des Publikums passen. Also ein guter Schlager, zum Beispiel ein erfolgreicher Schlager aus den 70er Jahren, das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Da ging es ja, das war ja ein sehr früher Emanzipationsschlager, der auch ein bisschen ironisch war, aber der hat sehr schön das artikuliert, was in der Gesellschaft gerade angekommen war und was in sehr, sehr vielen, bei sehr, sehr vielen Frauen zum Beispiel ein Gefühl war, was artikuliert gehörte, auch in der Poesie, auch in der Musik. Und einer meiner erfolgreichsten Schlager, Fehlerfrei, ein bisschen ähnlich, also in einer Zeit, in der alles perfekter wird, in der alles irgendwie einen Filter braucht, um noch mehr zu strahlen, um noch besser zu werden, da ist es sehr, sehr gut, wenn man dann mal dagegen hält, dass Perfektion einfach, dass es die nicht gibt. Und das ist auch etwas, was einen guten Schlager ausmacht. Ecken und Kanten und Widersprüche und also im Theater sagt man dazu Fallhöhe, also das, was man nicht erwarten würde, aber das, wo man so sagt, das Aufsteigen und das Runterfallen, das liegt oft sehr, sehr nah beieinander und daraus besteht im Grunde genommen unser Leben aus vielen, vielen Unsicherheiten und der Schlager erzählt Geschichten, die das in irgendeiner Form widerspiegeln, aber sehr, sehr häufig gibt er dem Ganzen einen positiven Twist. Ja. Also wir alle, du, ich, wahrscheinlich alle, die uns zuschauen, haben es im Leben nicht die ganze Zeit leicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist in den Phasen, wo es mal schwieriger wird, brauche ich die Musik als Trost umso mehr. Und genau deshalb schreibe ich meine Songs nicht so, dass sie einen noch zusätzlich runterziehen, sondern dass sie eigentlich eher ein bisschen bunte Farbe in dieses Grau reinbringen und sagen, ich lenke dich jetzt mal einen kleinen Moment hiervon ab. Die Credibility, die Glaubwürdigkeit spiegelt sich insofern in meiner Arbeit wider, dass viel mehr Künstler heute an den Songs mitschreiben wollen. Also es ist heute schon ein weit verbreiteter Wunsch von Schlagerinterpreten, nicht nur als Schlagersänger, Schlagersängerin aufzutauchen, sondern auch so ein bisschen einen Singer-Songwriter-Habitus zu haben. Und deshalb, also gerade bei den Texten, wollen die Künstler heute viel mehr mitsprechen als früher. Das ist manchmal anstrengend für mich. Wir müssen viel mehr diskutieren als früher, aber ich kann den Wunsch total gut nachvollziehen. Wenn ich mich selber auf eine Bühne stellen würde, dann würde ich auch sehr viel mitsprechen wollen. Du identifizierst dich anders damit und du, ja, vielleicht brennen sie tatsächlich dann auch mehr damit. Aber es ist auch heute einfach ein anderes Modell. Also wir hatten früher im Schlager diese starken Charaktere an Komponisten und Produzenten und so. Also da gab es natürlich Dieter Bohlen, der heute immer noch tätig ist, wenn auch etwas weniger als früher. Aber es gab auch Jack White, Ralf Siegel, Jean Frankfurter, wie sie alle geheißen haben. Und da war es einfach üblich, dass einer das Ding in der Hand hält und der dann dafür sorgt, dass die ganze Sache rund wird. Und die haben sehr, sehr häufig recht gehabt, weil sie einfach geniale Köpfe waren und sind und die einfach gewusst haben, wie ein gutes Album zu klingen hat. Und die Selbstwahrnehmung eines Menschen und die Fremdwahrnehmung sind manchmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und manchmal sieht sich der Künstler ganz anders, als ich von außen den sehe. Und deshalb, wie gesagt, winke ich auch nicht einfach so durch, was vom Künstler kommt, sondern wir diskutieren. Es gehört dazu. Es kommt auf die Botschaft des Songs an und das ist aber kein immer mehr oder immer weniger, sondern das war schon immer so.
Also wir haben schon immer starke Hooklines gebraucht und die hießen eben in den 60ern Marmorstein und Eisenbricht und in den 70ern eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Und in den 80ern hießen sie ein bisschen Frieden oder Jenseits von Eden und dann später hießen sie ein Stern, der deinen Namen trägt. Das sind alles Statements, das sind Behauptungen und das sind das ist jeweils Ausdruck eines Lebensgefühls und eines Zeitgeistes. Also Marmorstein und Eisenbricht passt einfach in die Zeit der jungen Wilden, des Aufbruchs und der Halbstarken. Und dann später gab es eben die neue Romantik und heute gibt es eben ein Atemlos durch die Nacht, hat natürlich auch deshalb sehr gut funktioniert, weil genau das eben auch der Zeitgeist ist. Also eine Atemlosigkeit, eine Geschwindigkeit, in der wir heute sind und dass eben heute viel mehr die Nacht der Tag ist als früher. Also der Ballermann ist eine ganz eigene Szene. Es gibt ein paar wenige Autoren, die können beides. Mein lieber, Entschuldigung, jetzt bin ich hier drauf, habe mich dagegen geploppt. Ich bin so medienunerfahren. Mein lieber Freund Mike Röttgens zum Beispiel, der kann beide Szenen bedienen. Der schreibt eben sowohl für Jürgen Drews, Anna-Maria Zimmermann, die im Schlager stattfinden, aber eben auch am Ballermann, aber der schreibt dann eben auch für Micky Krause, Peter Wackel und wie sie alle heißen. Ich kann es nicht. Und das ist eigentlich auch schon die ganze Antwort. Ich kann das nicht schreiben. Ich hab da mal eine Nummer platziert, die hieß Im Himmel bin ich Single. Und ja, die war relativ schräg. Und ansonsten laufen so ein paar Nummern von mir auch am Ballermann. Aber da bin ich nicht zu Hause. Ich bin das einfach nicht. Aber die Nummer war lustig, die hat Spaß gemacht. Denn im Himmel bin ich Single, da kenn ich nix, da sind wir frei. Denn im Himmel bin ich Single und ich hoff, du bist dabei. Bin vergeben hier im Leben, doch danach, da geht es klar. Denn im Himmel bin ich Single, halte durch, wir sehen uns da. So, warum habe ich das jetzt gemacht? Es musste wohl irgendwie mal raus. Das war meine Ballermann-Erfahrung. Die lief gut. War schön. Vielen Dank. Du bist sehr lange erfolgreich. Alter Schwede.